Hallo und willkommen zum Teil 2 von Softwarewerkzeuge für Ingenieurinnen und Ingenieure. In diesem Video schauen wir uns die Tabellenkalkulation an. Dabei werden Daten in einzelnen Zellen eingetragen und diese Zellen können wieder für Berechnungen in anderen Zellen verwendet werden. Tabellenkalkulationen haben sehr viele Funktionen, allerdings sind vielen Nutzern diese Funktionen gar nicht bekannt und deswegen möchte ich in diesem Video ein paar davon vorstellen. Man kann Rechenoperationen durchführen, Entscheidungen treffen, sortieren, Grafiken erstellen, Zielwerte berechnen. Die Infos gelten für verschiedene Tabellenkalkulationen, zum Beispiel für Excel aus dem Microsoft Office-Paket oder für LibreOffice und OpenOffice, die freie Software sind. Für die Beispiele in diesem Video habe ich LibreOffice benutzt und zwar in der hier genannten Version. Grundprinzip, das ist das Wichtigste, was Sie verstehen müssen, ist ein Zellbezug. Das heißt, die Informationen, die Sie haben, tragen Sie in Zellen ein. Und jede Zelle hat eine Adresse, die Spalte und die Zeile. Und dieser Zellbezug, den können Sie nutzen für die Berechnung. Das heißt, hier habe ich jetzt die Zelle A7 und da soll die Summe von den sechs Werten genommen werden. Darum gibt es hier Summe A1 bis A6. Das Wichtige ist jetzt, wenn ich diese Zelle kopiere, wandert der Bezug mit. Das heißt, wenn ich das nach B7 kopiere, werden die Werte von B1 bis B6 addiert. Das ist ein relativer Bezug, das ist oft gewollt und sinnvoll. Manchmal möchten Sie es aber nicht haben, manchmal brauchen Sie einen absoluten Bezug. Gibt es auch, muss man durch ein Dollarzeichen hinzufügen. Und zwar entweder für die Zeile oder für die Spalte oder für beides. Nehmen wir mal ein Beispiel. Ich möchte gerne umrechnen Eurobeträge in Dollarbeträge. Ich habe hier einen Faktor dazu und habe jetzt hier folgende Formel drin. Der Wert für den Dollar ist gleich, ich runde auf zwei Stellen nach dem Komma, runden mit 2 und dann A5, das ist der relative Bezug. Ich bin bei B5, A5 ist die Zelle links davon und A$2. Das heißt, dieser Wert 2, die Zeile 2, die ist fest. Wenn ich also jetzt herunterkopiere, wird der relative Bezug von dem ersten Wert mitgenommen. Ich nehme also immer den Eurobetrag, aber den Faktor, den nehme ich immer hier vorne aus dieser Zelle. Und das ist ja genau das, was ich möchte. Das kriegt man hin durch dieses Dollarzeichen. Jetzt möchte ich mal etwas umfangreicheres Beispiel Ihnen zeigen und habe dazu mal so ein Basketballteam genommen und davon ein paar Daten aus dem Netz kopiert und werde ein bisschen mitrechnen. Ich habe die Daten von den Telekom Baskets genommen, die sind auf der Homepage und bei diesen Daten kann man jetzt ein paar Rechenoperationen machen, Tabelle markieren und in meine Verarbeitung kopieren. Was ich ganz schön finde, ist, dass die Homepage sehr gut kodiert war. Ich konnte das automatisch alles in Zellen anordnen, habe dann die verschiedenen Informationen, die ich nicht brauche, gelöscht, also sowas wie Zellen, Nationalität, wollte ich jetzt nicht mitrechnen. Und dann analysiert. Die Daten sind ein bisschen älter, aber wenn Sie sagen, ich möchte die aktuellen Daten haben, dann ist das ja eine gute Idee, dass Sie damit mal eigene Experimente machen können. Oder für die Sportmannschaft, der Sie angehören oder von der Sie ein Fan sind, können Sie auch entsprechend die Daten mal nehmen. Das hier ist die Webseite. Und ja, Namen sind hier, Position, Größe, Gewicht und so weiter. Rüber kopieren in die Tabellenkalkulation, paar Farben entfernen und ich habe hier jetzt in den Spalten meine verschiedenen Informationen. Rückennummer, Name und so weiter. Was kann ich machen? Ich kann nach Größe sortieren. Ich kann die Größe umrechnen und als Grafik ausgeben. Mittlere Größe berechnen, Unterschiede zu mittlerer Größe berechnen oder Body Mass Index. Damit können Sie sich ausrechnen, ob jemand Untergewicht, Normalgewicht oder Übergewicht hat. Die Infos sind hier vorne von der Webseite. Fangen wir mal an mit dem Sortieren. Beim Sortieren ist es wichtig, dass ich alle Daten, die ich gerne sortieren möchte, auch mitnehme. Das heißt, ich möchte nicht nur Informationen von einer Spalte sortieren, sondern ich möchte ja, dass die Daten, die hier zusammengehören, auch zusammenbleiben. Darum alles markieren und dann aufrufen. Daten sortieren und dann sage ich, möchte nach Spalte D sortieren. Also Spalte D die Größe.
und zwar absteigend. Okay drücken und dann bekomme ich die Info, welches die größeren, welches die kleineren Spieler sind. Ja, nicht überraschend, die Center sind am größten, dann kommen Flügelspieler und die Aufbauspieler. Ja, die kleinen, so klein sind die auch nicht. Das kann ich nochmal grafisch darstellen. Ich persönlich finde es am einfachsten, wenn man dazu die Informationen, die man gerne hat, nochmal sich woanders hin kopiert. Also mit einem relativen Bezug habe ich hier Name und Größe nochmal in zwei neue Spalten kopiert. Oder nicht kopiert, sondern referenziert. Ich habe einen relativen Bezug. Das wird dann selektiert, einfügen, Diagramm. Und jetzt habe ich verschiedene Diagrammtypen, die ich hier wählen kann. Und da müssen Sie sich mal angucken, da gibt es verschiedene Optionen. Man kann die Farbe wählen, man kann den Typ wählen, man kann die Achse formatieren, also dass man nicht bei 0 anfängt, sondern hier bei einer gewissen Mindestgröße. Jetzt ist es auch so, dass noch nicht alle Namen lesbar sind, das muss man auch nochmal formatieren. Und so könnte dann hier vorne zum Beispiel das Ergebnis aussehen. Jetzt kann ich alle Namen lesen, ich habe sortiert nach der Größe und habe hier die Statistik, die größeren Spieler, die kleineren Spieler und nicht bei 0 angefangen, sondern hier bei 1,70 angefangen. Da sind verschiedene Sachen möglich, gucken Sie es mal an. Hier nochmal ein anderes Beispiel, so ein Tortendiagramm. Da habe ich die Verteilung der erzielten Punkte für die Saison 2011-12 Ihnen statistisch dargestellt. Weitere Sache, die Sie machen können, ist bedingte Formatierung, auch sehr interessant. Ich habe jetzt hier vorne mal ausgerechnet, ich habe den Namen und dann ausgerechnet den Body Mass Index. Body Mass Index war Gewicht und Größe miteinander verarbeitet. Und jetzt möchte ich mal gucken, ja, wer ist denn über 25? Das heißt, ich nehme diese Zellen, sage bedingte Formatierung und sage, wenn die Bedingung Zelle größer 25, dann bitte hier vorne in Grau mit gelber Schrift sortieren. Und was dann rauskommt, ist, ja, dass diese vier Personen einen Body Mass Index von größer 25 haben. Das ist wahrscheinlich nicht ganz fair. Da ist wahrscheinlich mehr Muskelmasse, als das bei übergewichtigen Personen ist. Aber ja, das ist ein Beispiel, um mal die Formatierung auszuprobieren. Anderes Beispiel. Funktion. Ich möchte mal annehmen, dass Sie eine Funktion ausprobieren wollen. Sie haben vielleicht einen Artikel über Chaosforschung gelesen. Ich habe hier mal zwei Wikipedia-Artikel. Und da steht drin, dass diese Formel hier ein chaotisches Verhalten ergibt, je nachdem, wie die Parameter sind. Ja, das möchten Sie ausprobieren. Das heißt, Sie machen in der Tabellenkalkulation hier verschiedene Reihen in den Spalten BCD und haben dann hier vorne einen Startwert und berechnen dann immer den nächsten Wert und müssen dazu diese Formel hier übertragen in eine Excel-Schreibweise. Das heißt, ich habe hier oben in der Zeile 3 meinen Faktor R. Das ist dann hier der absolute Bezug für die Zeile, B$3. Und dann die vorherige Zeile B5 mal 1 minus B5 entspricht hier diesem xn mal 1 minus xn. Das probiere ich aus für verschiedene Startwerte, 0,2, 0,2, 0,201 und verschiedene Werte von R, 2,7, 3,7, 3,7. Ergebnis haben wir hier. Sie können diese Werte jetzt wieder in einer Grafik darstellen und man erkennt, für R gleich 2,7, das war die Reihe 1, ergibt sich eine Konvergenz. Das heißt, nach wenigen Werten konvergiert das hier auf diesen Wert von 0,63 ungefähr. Für R gleich 3,7 gibt es ein chaotisches Verhalten. Das heißt, die Werte schwanken hier ziemlich stark zwischen 0,95 und 0,25. Und obwohl Reihe 2 und 3 und fast gleichen Startwert haben, ist das hier nach so ungefähr 10 Werten völlig unterschiedlich. Also auch das sind Dinge, die man sich mit einer Tabellenkalkulation sehr schön und auch sehr schnell anschauen kann. Wenn Sie sich auskennen, ist sowas innerhalb von ein paar Minuten kurz programmiert. Weiteres Beispiel, Zielwertsuche. Sie haben Messwerte und möchten gerne eine Formel dazu haben. Ich habe das hier mal dargestellt. Das sind die Messwerte, die Sie haben. Eine Achse von 0 bis 10 und dann Messwerte hier von minus 10 ungefähr bis plus 40. Und wenn man sich das anschaut hier, das sieht aus wie eine Parabel. Aber Sie wissen nicht, was für eine Parabel. Kein Problem. Können Sie mit der Tabellenkalkulation erstellen. Sie gehen erstmal hin und sagen, okay, ich weiß, als Ziel möchte ich gerne eine Parabel haben. Die haben wir hier vorne stehen. Und haben jetzt gesagt, ich habe einen Faktor a für x², einen Faktor b für x
und Faktor C für den konstanten Faktor. Und hier sind die Messwerte xy. Und dann berechnen Sie mit a, b und c und der Formel a mal x² plus b mal x plus c die Näherung. Sie wissen noch nicht, welche Werte hier herauskommen. Das macht die Tabellenkalkulation für Sie. Das heißt, Sie haben hier den Wert, der gemessen wurde. Sie haben hier den Näherungswert. Und hier vorne haben Sie den Fehler zwischen diesen beiden. Den nehmen Sie quadratisch, damit größere Fehler entsprechend wichtiger sind. Hier ist die Summe von dem Fehler. Und jetzt gibt es die Zielwertsuche. Das heißt, die Tabellenkalkulation variiert hier vorne diese Werte A, B, C, um eine möglichst geringe Fehlersumme zu bekommen. Und damit können Sie hier vorne diese Werte ABC bestimmen. Am besten mal ausprobieren, damit man wirklich mal sieht, wie das in der Praxis funktioniert. Das wäre das Ergebnis. Hier vorne das blaue waren die Messwerte und das war keine exakte Parabel. Und die Näherung ergibt hier in Orange die Näherung entsprechend der Parabel. Also Sie können sich anschauen, wie gut Ihre Annahme war, dass das eine Parabel ist. Ja, das waren ein paar Informationen zum Thema Tabellenkalkulation. Es gibt noch zwei weitere Videos und ich hoffe, Sie schauen die sich auch nochmal an und finden sie interessant.